der nur, Sam? Das ist äußerst seltsam. Wisst ihr, wo Mike sein könnte? Er ist da lang gelaufen. Er wurde verfolgt von einem riesengroßen Schneeball. Wovon? Mike könnte irgendwo da unten liegen. Vielleicht ist er sogar verletzt. Wir müssen ihn retten. Aber dieser Abhang ist viel zu steil, um ihn mit Jupiter zu befahren, Sam. Du hast recht, Penny. Da gibt es wohl nur eine Lösung. Ich brauche eine Decke, ein Seil, etwas Heißes zu trinken und ein Snowboard hier, Norman Price. Wow! Sieh dir das nur an! Feuerwehrmann Sam ist besser als Billy Bob Blitzeis. Bist du verletzt? Sam, alles bestens. Mir ist nur so kalt. Ich lasse jetzt erstmal eine Thermoskanne heißen Tee und eine Decke runter, um dich zu wärmen. Wir holen dich da ganz schnell raus, keine Sorge. Penny, Entwarnung. Mike ist unverletzt, aber er ist in eine Schneegrube gestürzt. Verständige Tom Thomas, er muss uns hier helfen. Ich werde ihn sofort über Funk rufen. Jetzt hier, Mike. Der holt dich da blitzschnell raus. Alles klar? Ich werde jetzt den Gurt runterlassen, Sam. Das ist schon viel besser. Gut, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter snowboarden. Dieses Snowboard da sieht mir aber verdächtig nach dem Bügelbrett deiner Mutter aus, Norman Price. Und das wird dir ganz bestimmt nicht so gut gefallen. Oh, das war seine Idee. Gar nicht wahr, es war seine Idee. Wessen Idee es auch war, sie hat mir geholfen, Mike zu finden. Es war meine Idee. Nein, war es nicht, es war meine. Na komm schon, Mike, wir bringen dich nach Hause. Gut gemacht, ihr zwei. Wo ist denn Mike? Der war halb erfroren. Wir haben ihn gleich nach Hause gebracht. Oh, und wer wird jetzt bitte schön unser undichtes Wasserrohr reparieren? Das undichte Wasserrohr? Elvis, das habe ich ja völlig vergessen. Keine Sorge, Sir, ich... Ich habe die Sache ganz und gar unter Kontrolle. Oh, Cricket. Oh je. Das geht doch nicht. Denn er steht im Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Das wäre erledigt, Sir. Wieder blitzsauber. Oh ja, Bessie sieht wirklich wieder blendend aus. So, jetzt sollten wir sie aber unterstellen, damit ihr nichts passiert bei dem großen Feuerwerk. In Ordnung, Sir. Wir machen das schon. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein bei Feuerwerk. Da sagst du wirklich was Wahres, Sam. Na, dann schlaf schön, Bessie. Träum süß. Und jetzt zurück zur Wache. Die Porti-Pendi-Pfadfinder kommen vorbei. Ich will Ihnen ein paar Tipps für den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern geben. Ausgezeichnet, Sam. Wenn sich alle an die Vorschriften halten, wird es heute Abend keine Unfälle geben. Wie wär's mit einem kleinen Frühstück, Dad? Keine Zeit zum Essen, Gwenny. Ich wollte nur mal kurz erzählen, dass ich mich dieses Jahr um das große Porti-Pendi-Feuerwerk kümmere. Wirklich? Du
sollst dich wirklich um unser Feuerwerk kümmern? Oh ja, Quenny. Und ich werde es am alten Bahnhof aufbauen. Komm bitte mit den Zwillingen schön pünktlich. Dann kriegen sie einen guten Platz. Es wird das famoseste Feuerwerk, das man in Pontypendi je gesehen hat. Ich muss los. Es gibt viel zu organisieren. Oh nein. Aber was ist denn, Schatz? Weißt du, früher, als ich klein war, hat Dad jedes Jahr auch ein großes Feuerwerk veranstaltet für uns, für meinen Cousin Liam und mich. Na, das war doch bestimmt ganz toll. Es war der reinste Albtraum. Hier, er schaffte es jedes Jahr, irgendetwas anderes in Brand zu setzen. Oh, das klingt nicht sehr vielversprechend. Meinst du, du könntest mal nachschauen, was er da anstellt, Charlie? Und aufpassen, dass Dad auch alles richtig vorbereitet? Natürlich. Keine Sorge, Gwendolyn. Dieses Jahr wird es keinen Brand geben. Also, was stimmt an dem Bild nicht? Das sind alles nur langweilige Mini-Knaller. Nein, darum geht es hier jetzt nicht, Norman. Sonst eine Idee? Der Deckel sollte immer schön zu sein. Sonst gehen die Feuerwerkskörper noch alle auf einmal los. Volltreffer, James. Na, und wo ist der Fehler? In dem Bild? Oh. Es geht aber nicht um die Größe der Feuerwerkskörper. Die stehen dem Feuer viel zu nahe. Und das Feuerrad ist auch gar nicht richtig an den Baum genagelt. Es sollte nicht zu locker sitzen, aber auch nicht zu fest. Wieder Volltreffer, ihr zwei. Danke, dass du helfen willst, Charlie. Aber ich weiß, was ich tue. Sollten diese Feuerwerkskörper nicht etwas weiter auseinander, Gareth? Ach, was? Unsinn! Und sollten wir nicht richtige Abschussrampen benutzen? Ach, wozu der Aufwand, Charlie? Das wird großartig funktionieren mit diesen alten Flaschen. Aber es gibt ein Unglück, wenn sie umfallen. Das war's, Kinder. Hervorragend. Alles, was wir besprochen haben, steht auf diesem Merkblatt. Also lest es euch genau durch. Auf eine sichere Nacht. Ja, machen wir. Bis nachher. Ich sehe lieber mal nach, ob da auch Wasser rauskommt. So für alle Fälle. Ja, der ideale Platz für das Feuerrad. Ja, das fällt bestimmt nicht so leicht ab. Hier ist alles fertig, Charlie. Das ist ja eiskalt. Nur keine Angst. Das trocknet ja schnell. Und mit einer hübschen Tasse Tee ist die auch bald wieder warm. Komm mit, Charlie. In Ordnung, Gareth. Und dann wird's auch langsam schon Zeit für das große Feuerwerk. Genau das habe ich befürchtet. Ich meine, toll. Nicht ein einziger Notruf bisher, Sam. Wer hat deine Schulung in Sachen Feuerwerk wohl geholfen? Das will ich sehr hoffen, Penny. Ach, aber vielleicht schaue ich doch lieber mal nach Bessie. Sie steht genau da, wo das große Feuerwerk gezündet wird, nicht wahr? Aber der passiert schon nichts, Sir. Ja! Also, das waren die besten Raketen aller Zeiten. Was kommt als nächstes, Großvater? Wie würden euch jetzt römische Lichter gefallen? Ja! Stehen die auch weit genug voneinander entfernt auf dem Boden, Großvater? Oh ja, sicher. Und benutzt du auch einen Sicherheitsanzünder, um das Feuerwerk zu entzünden? Ja, natürlich. Kann ich jetzt loslegen, verehrter James? Ja, Großvater. Also, das ist wirklich mal ein großes Feuerwerk hier. Dann wart erst mal, bis du das große Finale siehst. Das Sonnenfeuerrad. Oh, wie mega stark. Sonnenfeuerräder sind das Allergrößte. Warte! Was ist, James? Ist das Rad auch sicher befestigt auf dem Untergrund, Großvater? Das will ich wohl meinen. Und ist es auch locker genug, um sich zu drehen? Ich bin sicher, dass alles gut ist. Großvater? Es dreht sich aber gar nicht. Was? Nein! Gleich brennt der ganze Schuppen, wenn das so weitergeht. Furchtbar! Ich glaube, wir rufen jetzt besser Feuerwehrmann Sam. Oh nein! Bessie ist ja da drin. Da ist ein Feuer an der Gerätehalle des alten Bahnhofs. Ein Brand im alten Lagerschuppen vom Bahnhof. Oh nein, bitte nicht! Bessie! Wartet auf mich!
Nein, ich hab gewusst, dass so etwas passiert. Ich dachte, ich hätte alles kontrolliert. Es war dieses Feuerrad. Man muss es gut festmachen, nur eben nicht zu fest. Steht auf Seite 7 im Abschnitt 2. Nun gib ordentlich Gas, Chef. In Ordnung, Leute. Bleibt alle da. Nicht näher kommen. Die arme Bessie. Wassermarsch, Penny. Bessie, ist sie in Ordnung? Oh, meine Bessie. Immer voll einsatzbereit, Sir. Oh, naja, vielleicht braucht sie ein wenig Politur morgen. Naja. Aber ja, Sir. Und der Schuppen braucht bestimmt ein klein wenig neue Farbe. Und entschuldige bitte, dass ich bei dem Feuerrad nicht auf dich gehört habe, James. Das ist schon in Ordnung, Großvater. Wer weiß, im nächsten Jahr kann ich dir helfen, alles richtig aufzustellen. Das wäre ganz toll. Und ich durfte ihm nicht helfen. Das war's für heute mit dem Feuerwerk. Am besten, wir gehen nach Haus. Noch nicht ganz, Sam. Denn in meiner Tasche habe ich ja noch die hier. Ja! Wunderkerzen! Und super groß sind sie auch. Passt auf, stellt euch alle hübsch zusammen. Dann mache ich ein nettes Foto von euch. Vorsichtig, Großvater. Man soll Wunderkerzen immer armweit von sich halten. Ja, das wusste ich doch. Norman. Wusstest du, dass ich mich mit Modellflugzeugen super gut auskenne? Wirklich? Hey, Penny, was macht Dolly denn hier? Die brauchen wir für die heutige Übung. Genau, Elvis. Wir werden heute nämlich eine Rettung vom Dach üben. Ihr werdet die arme Dolly doch nicht da oben draufsetzen, oder? Aber sicher doch, Elvis. Wie sollen wir denn jemals darauf kommen, um sie zu retten? Mit Hilfe von Tom und seinem Hubschrauber. Das wird bestimmt ganz toll. Na los, James. Flieg mal ein Looping. Nein, Norman. Ich soll mit dem Flugzeug nichts Gefährliches anstellen. Ach, das ist doch nicht gefährlich. Das ist höchstens spannend. Gib schon her, lass mich mal. Nein! Wenn du ein echter Freund wärst, dann dürfte ich auch mal. Na gut, eine kleine Runde darfst du drehen, Norman. Aber vorsichtig. Klar bin ich vorsichtig. Du kennst mich doch, James. Deshalb ja. Ich kenne dich ein bisschen zu gut. Pass gut auf. Jetzt zeige ich dir mal, wie man's richtig macht. Wer hat das Licht ausgestellt? Hast du das eben gesehen? Ja, aber jetzt hör bitte auf. Ist gut. Jetzt bist du dran, James. Ah, jetzt, wo es schwierig wird. James Jones, von dir hätte ich das nicht erwartet. Hä? Ah, dieses wilde Rumgefliege. Wer weiß denn, was da alles passieren könnte? Tut mir leid, Hauptfeuerwehrmann Steele. Jetzt habe ich mich doch glatt auf mein Mittagessen gesetzt. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das war's, junger Mann. Ich möchte dieses Flugzeug nie wieder in Pontypandy fliegen sehen. Ja. Sieh nur, was du angerichtet hast. Jetzt darf ich mein Flugzeug nicht mehr fliegen lassen. Aber Hauptfeuerwehrmann Steele hat doch nur gesagt, es darf nicht mehr in Pontypandy fliegen. Und? Und solange wir es nicht in der Stadt fliegen lassen, kann es überall in die Luft gehen. Ich weiß nicht recht. Ach, ich verstehe. Du hast Angst, es fliegen zu lassen, James. Gar nicht wahr.
Na toll, dann lass uns rauf in die Ponty-Panty-Berge gehen. Oh, Sam, also ich weiß wirklich nicht, ob ich das hinkriege. Ah, Crittenden, voller Tatendrang, wie ich sehe. Sehr gut, mein Junge. Aber... Keine Sorge, Elvis, es passiert nicht. Ja, du musst Tom in seinem Hubschrauber nur ein Zeichen geben. Und schon geht es los. Ein Zeichen? So vielleicht? Das ist aber wirklich hoch. Kannst du nicht mal was anderes damit machen? Mir wird schwindlig, James. Ich fliege aber gerne im Kreis. Jetzt flieg doch mal ein Looping. Komm, ich zeig's dir. Hey! Pass auf. Oh, weia. Was war das denn? Oh, das sollte eigentlich nicht passieren. Ist es aber. Das kriegen wir dann nie runter. Wir könnten doch versuchen, den Baum raufzuklettern. Aber der Baum ist viel zu hoch, Norman. Hey, wir nehmen einfach die da. Diese Holzstämme ganz hoch stapeln. Dann könnten wir vielleicht ans Flugzeug rankommen. Aber ist das nicht gefährlich? Überhaupt nicht. Außerdem, wie willst du denn sonst dein Flugzeug da runterkriegen? Das ist aber ganz schön hoch. Ich komme rauf und helfe dir. Du hast recht, ist ganz schön hoch. Das ist alles deine Schuld. Warum habe ich nur auf dich gehört, Norman? Ich kann gar nicht hinsehen! Elvis, wenn du nicht hinsiehst, kannst du Dolly auch nicht retten. Jetzt nimm doch endlich die Hände von den Augen weg, sonst wird das mit der Rettungsaktion nie was. Ich will wieder runter! Hilfe! Hilfe! Es hat keinen Zweck, Norman. Tom Thomas ist nicht in der Bergwacht. Ich kann seinen Hubschrauber von hier sehen. Da, bei der Feuerwache. Och, so ein Pech. Aber ich habe eine Idee, James. Nein, Norman. Ich habe genug von deinen Ideen. Außerdem ist mir gerade selbst was eingefallen. Dann beeil dich aber. Meine Arme tun schon weh. Ich schicke jetzt einfach mit meinem Flugzeug einen Notruf runter nach Ponty-Pandy. Du darfst dein Flugzeug doch gar nicht in Ponty-Pandy fliegen lassen. Aber das hier ist ein echter Notfall, Norman. Lass mich runter! Ich will wieder festen Boden unter den Füßen haben! Was sollen wir denn jetzt tun? Eine Notfallsituation erfordert besondere Maßnahmen. Elvis, denk jetzt nur an Dolly. Nur du kannst sie von dem Dach retten. Oh, Dolly! Oh, natürlich! Die hatte ich ganz vergessen! Ja, ist gut, Sam. Ich werde Dolly vom Dach retten. Keine Angst, ich komme, Dolly! Ganz vorsichtig, ja? Was ist das? Oh, verflixter Funkenflug. Aber da ist ja schon wieder das Modellflugzeug von James. Alles klar. Es wird alles gut, Dolly. Ich werde dich hier runterbringen. Weg mit dir. Hab ich dich. Gut gemacht, Elvis. Hey, eine Nachricht. Oh je. James und Norman sitzen auf einem Baum fest. Wir schicken Tom hin, wenn er dich runtergelassen hat. Penny, Sie halten hier die Stellung. Ich möchte James sein Flugzeug gern persönlich zurückgeben. Ich kann nicht mehr. Aber du musst noch durchhalten. Sieh nur. Sind sie. Hurra! Festhalten, Norman! Retten wir die beiden genauso, wie wir Dolly gerettet haben? Diesmal gehen wir anders vor. Wir müssen erst Norman retten und dann James. Du holst das Sprungtuch und ich hole die Leiter. Wird gemacht, Sam! Beeilt euch! Ich kann mich hier oben nicht mehr sehr lange halten. Lass dich einfach fallen, Norman! Wir fangen dich auf! Wow, das war spitze! Ganz ruhig, James. Gleich haben wir dich wieder unten. Danke, Sam. Aha, das hätte ich mir ja auch denken können. Ich glaube, das hier gehört dir, James Jones.
Ja. Nun, da du es diesmal sehr nützlich eingesetzt hast, verlieren wir kein Wort mehr darüber, hä? Vielen Dank, Hauptfeuerwehrmann Steele, Sir. Es war sehr tapfer von dir, das Flugzeug nach Ponte Pendi fliegen zu lassen. Schließlich hast du ja gewusst, dass es Ärger geben könnte. Und du hast das Flugzeug toll gelenkt. Fast so gut wie ich, als ich Hauptfeuerwehrmann Steele erschreckte. Aha, das hätte ich mir ja auch denken können. Ich habe James doch nur gezeigt, wie man es fliegt. Stimmt ja gar nicht. Tja, dann bleibt mir wohl nur noch eins übrig. Die Fernsteuerung bitte, James. Ganz toll, Norman. Jetzt ist mein Flugzeug beschlagnahmt. Nein, James. Es wird nur Zeit, dass euch beiden mal jemand zeigt, wie man dieses Flugzeug so richtig fliegen lässt. Oh ja! Das erinnert mich sehr an meine Jugend. Und jetzt eine Wende und dann in den Sturz. Ja! Oh. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Unser Ausflug heute wird bestimmt super. Wir Ponte Pendi Pfadfinder sind die besten Abenteurer auf der ganzen Welt. Und Feuerwehrmann Sam ist der beste Leiter für solche Touren. Hoffentlich werden wir auch ganz viele spannende und schwierige Sachen machen. Ich hoffe nur, dass es genug zu essen gibt. Ja, macht euch mal keine Sorgen. Hier drin ist alles für ein riesiges Picknick. Ja! Ja! Na, Pfadfinder, seid ihr bereit für einen Tag voller Spaß und Abenteuer? Ja! Dann legt los und lasst mal das Lied der Ponte Pendi Pfadfinder hören. Ganz grün und wild, das ist mein Elixier. So ruft es dreimal laut heraus mit mir. Hey, hurra! Ja, Ponte Pendi Pfadfinder sind wir. Sehr gut. Abo. Also die Muschel ist ja wunderschön.